Ihr überlegt gerade, einen Vodafone-Cable-Vertrag abzuschließen und ihr habt dort die Auswahl, den WLAN-Router von Vodafone zu nehmen, eine Fritzbox zu mieten oder eine eigene Fritzbox zu kaufen. In diesem Video vergleiche ich die Vodafone Station mal mit dem Funktionsumfang, den die meisten Fritzboxen so bieten. Bei dem Vergleich geht es natürlich um Kabelanschlüsse. Die Vodafone Station wird auch nur bei Kabelanschlüssen ausgeliefert. Der Vergleich hat jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe einfach mal ein paar Sachen rausgepickt, die ich denke wichtig sind zu erwähnen. Die erste Kategorie, in der beide Boxen gegeneinander antreten, ist die Kategorie Telefonie. Die Fritzbox hat in der Regel eine Deckt-Basisstation. Schaut nochmal genau hin, welches Modell ihr kauft. Bei den Cable-Modellen bin ich aber der Meinung, dass alle eine Deckt-Basisstation haben. Das heißt, ich kann Deckt-Mobiltelefone direkt koppeln. Und nicht nur das, es gibt von AVM Smart-Home-Geräte, die über das Deckt-Protokoll kommunizieren. Die kann ich dann natürlich auch koppeln. Die Vodafone Station hat sowas nicht. Habe ich also ein Mobilteil, müsste ich entweder so eine Gigaset Go-Box noch anschließen, die dann auch wieder extra Strom braucht, oder ich müsste halt ein Deckt-Telefon mit eigener Basisstation anschließen. Die Fritzbox Cable hat außerdem einen integrierten Anrufbeantworter. Die Vodafone Station hat keinen, mit einem kleinen Sternchen. Man kann im Kundenportal von Vodafone den aktivieren. Das ist aber nicht wirklich komfortabel, da muss man kryptische Zeichen auf der Telefontastatur eingeben, um den Anrufbeantworter letztendlich zu aktivieren. Und die Fritzbox hat zudem noch Komfortfunktionen wie eine Zeitschaltung, zum Beispiel beim Anrufbeantworter. Man kann sich zum Beispiel von der Fritzbox die aufgesprochenen Texte per Mail ans Handy schicken lassen. Was meine ich mit Rufbehandlung? Rufbehandlung ist eine Funktion in der Fritzbox, die es möglich macht, verschiedene Nummern über verschiedene Telefonanbieter laufen zu lassen. Das nutze ich ganz praktisch, und zwar, wenn ich Handynummern anrufe oder Nummern ins Ausland anrufe, habe ich einen anderen Anbieter hinterlegt als meinen klassischen Festnetzanschluss bei Vodafone. Zum Beispiel VoIP to GSM oder Premiumize sind dazu erwähnt. Das sind günstige Voice-over-IP-Anbieter, die dann bei Telefonaten aufs Handynetz oder ins Ausland deutlich günstiger sind als der Vertrag, den ich bei Vodafone habe. Das kann ich also automatisieren in der Fritzbox. Ich wähle auf meinem Mobilteil die Handynummer und zack, geht das über einen anderen Anbieter. Ja, Thema Fax ist schnell abgehandelt. Auch das hat die Fritzbox Cable. Ich kann von der Fritzbox Faxe versenden und empfangen. Das geht bei einer Festnetzflat kostenlos. Da wird einfach die Festnetzflat genutzt, über die das Fax halt geschickt wird. Die Vodafone Station bietet das nicht an. Zudem hat die Fritzbox noch ein zentrales Telefonbuch, das zentral verwaltet werden kann. Ich meine sogar, dass in einer der aktuellen Laborversionen angedacht ist, dass das auch synchronisiert werden kann mit einem CardDAV-Anbieter seiner Wahl. Ja, SIP-Konfiguration, damit meine ich, kann ich denn andere Anbieter als meinen Vodafone-Festnetzanschluss eintragen? Also Festnetzanschluss meine ich jetzt die Telefonie natürlich bei SIP. Das kann ich bei der Fritzbox tun, habe ich ja vorhin schon bei der Rufbehandlung gesagt. Bei der Vodafone Station ist das komplett unmöglich. Nächste Kategorie, das Heimnetz. Ja, beliebte Funktion ist zum Beispiel die Kindersicherung. Die gibt es bei der Fritzbox, die gibt es nicht bei der Vodafone Station. Auch das Gast-WLAN. Schaut mal in die Infokarte, da habe ich ein Video gemacht, warum das Gast-WLAN enorm wichtig ist. Das kann ich nicht aktivieren. Eine feste IP für Geräte im Heimnetz vergeben, immerhin, das ist eine Funktion, die kann auch die Vodafone Station. Ich kann die MAC-Adresse eintragen und kann dann entsprechend eine IP festlegen, die das Gerät immer bekommen soll. WLAN-Mesh ist eine sehr nützliche Technik, wenn man zum Beispiel mit Repeatern sein Heimnetz erweitert. Das kann man in der Fritzbox machen, mit der Vodafone Station geht das nicht. Kommen wir zum Thema Internet. Wer da gehobene Ansprüche hat und möchte von außen auf sein Heimnetz zugreifen, der benötigt Dünn-DNS. Und damit Dünn-DNS funktioniert, muss immer die aktuelle IP-Adresse gemeldet werden, und das sollte im Idealfall der Router machen, denn der bekommt ja mit, wenn sich die Adresse ändert. Die Fritzbox kann's, die Vodafone Station kann's nicht. DNS-Server, ja gut, klar hat die Vodafone Station auch einen DNS-Server drin, aber natürlich nur den von Vodafone. Und in der Fritzbox kann ich meinen DNS-Server ändern. Wann ist das zum Beispiel wichtig? Naja, wenn ich zum Beispiel Pi-Hole, also einen eigenen DNS-Server, der Werbung blockt, in meinem Heimnetz betreibe. Da verlinke ich euch mal in der Infokarte ein schönes Video von SemperVideo. Ja, Portfreischaltung ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel einen Dienst in meinem Heimnetz betreibe, den ich von außen zugreifen möchte, also zum Beispiel ein VPN. Die Fritzbox kann das, die Vodafone Station auch, aber nur über IPv4.
zumindest das, was ich gelesen habe und das, was ich im Webinterface gesehen habe. Ich finde das zwar total kurios, weil warum soll das nicht über IPv6 gehen, aber offensichtlich geht es nicht. Falls ich da irgendeine Falschinformation aufgelegen bin, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Habe ich einen wichtigen Punkt vergessen oder wäre das jetzt auch eure Liste gewesen, die wichtig wäre? Oder habe ich jetzt die Vodafone Station vielleicht irgendwie zu schlecht wegkommen lassen? Dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Also meine Empfehlung ist natürlich eindeutig jetzt noch zum Ende des Videos, falls ihr vor dieser Kaufentscheidung steht bei einem Vertrag, nehmt einfach eine Fritzbox, nehmt aber nicht die gemietete, sondern kauft euch einfach eine aus dem freien Handel, die ihr bei Amazon bekommt. Kauft auch bitte keine gebrandete oder irgendwas komisches, was ihr so bei eBay findet. Nehmt eine neue Box, die sollte nicht von einem Anbieter gebrandet sein. Das macht dann am Ende nur Probleme bei der Freischaltung.